Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Let's Play. Und ja, letzte Folge haben wir ein richtig schönes Storytime gehabt. Ne? Hab ich schon erzählt so, ne? Was ich so im Let's Play gemacht habe, die ganzen Monate so. Und bin jetzt so richtig stehen wie im Februar 2015, Februar 2016. 2015 haben wir abgearbeitet. Ich habe noch 2014 noch angeschnitten. Ich habe ja am Ende noch was zu sagen. Oh, jetzt haben sie kurz eventuell. Im Oktober ja irgendwie auch irgendwie. Ja, hab ich halt viel am Spawn so gemacht, ne? Was immer. Was man am Spawn so macht, ich kann jetzt wohl nicht ganz, ganz schnell, ganz fix hinfliegen. Ich gehe mittlerweile den Weg schon auswendig. So. Komm ich das Spawn. Sehr schön. Irgendwie hier was, glaube ich. Ja, gespawnt. Hier, ne, habe ich schon aufgrund gemacht. Ich hätte die erste Folge beendet hier, eine Kuh abbauen hier, ne. Ach, das war noch Zeit, ne. Ja, rübergeschwommen. Jetzt habe ich im Oktober 2014 gemacht mit der Erkundungstour und so. Übrigens, wisst ihr was ich letztens gefunden habe? Ne? Und zwar, ich habe noch meinen Bandicam-Ordner, oh yes. Ich habe bis April 2015 mit Bandicam aufgenommen und habe ich was ganz Cooles gefunden. Und zwar, kennt ihr noch Folge Nummer 4? Folge Nummer 4? Da habe ich euch ja cool bis ungewiss gehabt. Da habe ich irgendwann eine Minute oder so aufgenommen. Dann habe ich irgendwas irgendwie umgestellt oder so. Und dann hatte ich ganz Zeit nur ein Black Screen gehabt. Wisst ihr, was ich jetzt gefunden habe? Jetzt habe ich. Aufgepasst. Ich habe das Video gefunden. Ja. Ich habe irgendwie zwei Versionen gehabt. Irgendwie habe ich einmal irgendwie die normale Folge gehabt, die wir jetzt auf YouTube haben. Ne? Und gleichzeitig habe ich noch irgendwie die richtige Folge, wo ich jetzt richtig hergegangen bin. Ja. Und oh, jetzt habe ich den Jumpfehler drin. Waren die da schon immer? Das Spawnen hier. Oh. Weiß ich nicht, auf jeden Fall sind die Savannenbaum. Sind schon immer hier die tollen Fehler, keine Ahnung. Auf jeden Fall, habe ich das Video gefunden. Oh yes. Die Jumpfehler kann man ja hier, oder? Ich sag's in meiner Büste. Auf jeden Fall habe ich das Video gefunden, also wo ich dich auch wirklich erkunde und so. Soll ich das mal hochladen? Denk schon, oder? Es ist die Folge Nummer 4. Ja, die passt vom Datum her, habe ich auch geprüft. Ich habe die Videos halt damals noch nicht gelöscht, ne? Also die ist aber immer noch auf der Festplatte. Ne? Also das ist okay, so noch so, ne? Ich habe übrigens noch alle Videos von bis 2016 im Oktober, glaube ich. Ich habe alle Videos auf der Festplatte. Oh Mann. Habe ich das Video letztens gefunden? Das passt mit Datum überein, habe ich geguckt. 31. Oktober 2014 haben wir das aufgenommen, beides. Also jetzt insgesamt zwei Versionen. Einmal das schwarze mit dem Schwarzbild und einmal die normale Folge. Aber ich glaube, da irgendwie war es glaube ich noch nicht komplett. Aber ich glaube irgendwie, dass irgendwie auch eine Minute fehlt oder so, die ich trotzdem schwarz ist. Ach, ich glaube trotzdem, ich muss das sogar hochladen, oder? Ich meine, es ist die ganze meine Folge Nummer 4. Ja. Wir kommen ins Ungewisse. Und zwar die Black Screen, sondern die komplette Folge Nummer 4. Wie es im Moment auf YouTube gibt, ist ja einfach mit einer Minute und dann ist er Black Screen, die letzte Folge, eine komplette Folge, ne? Hier gibt es nur den Sound, aber ich habe jetzt wirklich auch irgendwie. Die komplette Folge. Ich habe sowieso gerade so, dass ich die erste Minute halt Black Screen habe und der Rest dann halt. Video gefüllt. Das kann auch sein. Oh yes. Ja. Jetzt haben wir 5 Minuten, ich glaube, ich muss den dritten Teil kommen machen. Das passen, weil das. Ich produziere da gerade vor. Na, aber für den Urlaub und so. Ich habe gerade 3 Folgen am Stück auf bis am 20. und das wird dazu passen, wenn ich jetzt das Storytime nochmal mache. Ja. Wie finde ich die Berg so cool? Schön rund.
Auf jeden Fall, ich glaube, ich muss zum hochladen, oder? Oh, das sind vielleicht Blumen. Wird aber nicht dazu 1.5. Oh. Aber schon manchmal dazu. Auf jeden Fall, ja. Wo bin ich hier? Okay, hier. Auf jeden Fall, muss ich erst mal so hochladen, ne? Damit ihr seht auch, wo ich hergelaufen bin. Aber wahrscheinlich werde ich nicht wie Part irgendwie 4 oder so nehmen, sondern einfach der verlorene Part oder so, ne? Der verlorene Part. Einfach dann einfach so als Video. Und auf jeden Fall, ja. Alter, das habe ich 2014 gemacht. Und ja. November. Ich habe ein bisschen eingerichtet und so, ne? Zum Beispiel mit den umliegenden unter dem Bad oder mit Werkzeuge. Ja, daran erinnern. Ne? Und ja. Und Februar 2016. Das ist also die Zeit mit dem Bildabbau und so, ne? Und dem Redstone hier. Und ich glaube, da kam das letzte Mal jeden Mittwoch und Freitag. Weil jetzt jemandem aufgefallen. Weil ich dachte doch, alles wäre Zufall, dass man Mittwoch und Freitag kam, aber ich habe irgendwie schon ein System entwickelt, dass ich mal für Mittwoch und Freitags das Playfolge hochlade. Ich glaube, einige dachten so, das wäre Zufall, aber es war ein System dahinter. Ich habe es nie erwähnt. Und deswegen dachten alle, das wäre ein System dahinter. Nein, kein System, sondern ungewollt. Auf jeden Fall März 2016. Was habe ich da denn gemacht, ey? Ui. Ach genau, ich habe hier die Bohr von mir gebaut hier. Genau, die ist sogar jetzt nach. Ja, funktioniert, ey. Auf jeden Fall April 2016. Oh, hab ich da gemacht. April 16, ach du Scheiße. Kein Plan. Ich keine Ahnung. Aber im Februar habe ich übrigens glaube ich auch hier das gemacht hier. Das Dorf. Aber also, April 16 habe ich kaum das Play, glaube ich, gemacht. Im Mai irgendwie glaube ich auch nicht. Im Juni 16 habe ich auch kaum das Play gemacht. Im Juli geht es glaube ich wieder los. Dann habe ich bin ich in Nether umgelaufen so. Mit der Minimap und so habe ich am August auch gemacht. Dann September. Habe ich auch nicht mehr so richtig gemacht, glaube ich. Dann im Oktober wollte ich unbedingt, dass die Folge 200 am 28. Oktober halt kommt. Den Geburtstag schon vom Let's Play. Ja, nicht geschafft, weil ich zu wenig Folgen gemacht habe. Na, habe ich ein bisschen Storytime und so, habe ich noch gemacht. Aber genau sowas, wie ich jetzt hier mache, einfach unproduktiv. Genau das gleiche im November. Habe ich auch komplett frei gemacht im Dezember. Ging es dann los, aber im Dezember 2016 habe ich einfach mit dem Weihnachtspart gemacht. Und dann im Januar, Freunde, da haben wir das hier das neue System im Let's Play. Jeden Donnerstag erst, ne? Also Januar 2017. Jeden Donnerstag wollte ich Let's Play machen. Das habe ich immer durchgehalten, ne? Da habe ich halt die Menschen und so besucht. Bin ein bisschen durch die Welt gelaufen, ein bisschen erkundet und so habe ich damals auch gemacht, so. Februar 17, März 17 habe ich immer so. Also erkundet einfach so, ne? In April 2017. Ich habe dann auch, weil habe ich sogar irgendwie. Sogar im März habe ich schon angefangen, als immer alles der Tage durchzubringen, ne? Weil ich habe halt irgendwie mit den. Ding ist auch nicht angefangen mit den Quantenblocks, oder? Kann das sein? Ja, ne? Genau, ich weiß noch, am 11. März war das irgendwie so. Um die Zeit. Ich glaube, da habe ich abends gestreamt. Das war wieder am 11. März, glaube ich auch. Da habe ich gestreamt. Und davor habe ich noch Let's Play aufgenommen mit dem, da glaube ich, Wolle und so beschworen und so, ne? Genau. Da habe ich alle 2 Tage gemacht. Obwohl live. Vorproduziert und ja, muss man den alle 2 Tage so, ne?
Ja. Und ja. Übrigens, ich glaube, September 2015. Ich glaube, also September 2015, da war ich sehr unproduktiv. Naja. Auf jeden Fall, ja, April 2017. Gast den Erntedrängen-Kampf als Folge 200, ne? Und ja. Dann ging es auch lange, ich habe viel, viel weniger Let's Play. Dann hab ich nicht mehr so oft durchgehalten und so, glaube ich, ne? Es ist mir einfach mal ausgefallen oder so, ne? Und dann habe ich ja entschieden, aber jetzt im Juni wieder einfach wieder einen Donnerstag zu machen. Und ja. So, das ist Play. So schön wackeln. Auf jeden Fall, ja. Wo merkt es ja, in das auch wieder Let's Play so, ne? Das war so ungefähr so die Geschichte vom Let's Play, ne? Und das war mal in einer zwei coole Folgen, oder? Das war noch keine Folgen, oder? Das hat mir so viel Spaß gemacht, oder? Auf jeden Fall ist er gewesen in dieser Let's Play-Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann ist eine positive Bewertung da. Abo nicht vergessen und tschüss.